Hallo ihr Motorradverrückten! Ergänzend zu den euch bereits bekannten Demontage- und Montage-Videos gibt es hier eine kleine Videoserie, die euch den Inhalt der Reparatursätze von Keister näher bringt. Also ich zeige euch, was ist drin, was wird wofür gebraucht. Heute auf dem Tisch der Reparatursatz für die Honda VT600C vom Baujahr 90 bis 97. Bitte achtet darauf, ab 98 gab es einen Einzelvergaser, der ist dann komplett anders, da passt dieser Reparatursatz nicht. Und denkt bitte daran, ihr müsst den zweimal bestellen, denn enthalten ist immer alles für einen Einzelvergaser. Wir legen los. Enthalten ist selbstverständlich eine neue Gemischschraube mit der Feder, der Scheibe und dem O-Ring. Ich habe euch das hier so hingelegt, in dieser Reihenfolge wird es auch montiert. Dazu gibt es hier diesen kleinen Aludeckel. Ich würde euch raten, lasst den weg. Ansonsten kommt ihr hinterher zum Einstellen gar nicht dran. Das ist also nur für gewisse Länder gedacht und wie gesagt, mein Rat ist, bitte den kleinen Deckel nicht reinzumachen, der geht später sehr, sehr schwer raus. Dann haben wir hier eine neue Leerlaufdüse, eine Teillastnadel, den Düsenstock der Hauptdüse mit der zugehörigen Hauptdüse, dann selbstverständlich ein schickes nagelneues Schwimmernadelventil, ja, also beide Teile und auch der Dichtring, der steckt hier schon mit drauf. Ja. Und dann gibt es hier noch natürlich die Schwimmerkammerdichtung und verschiedene O-Ringe. Und dazu muss ich euch jetzt so ein bisschen was erklären. Dieser ovale O-Ring ist für den Deckel vom Aircut-Ventil. Dazu sage ich gleich nochmal was. Dann gibt es, war extra verpackt in einer kleinen Tüte, diese vier O-Ringe. Hier war Keister, wie soll ich das sagen, sehr, sehr großzügig. Ich denke, das wird ein kleines Versehen gewesen sein. Und zwar passen die auf diesem Winkelstück, welches ja die Entlüftung vom Vergaser darstellt. Ja, also eigentlich müsste nur ein O-Ring dabei sein. Es sind aber diese vier Stück. Und dann gibt es hier oben noch diese drei. Zwei gleich große und ein kleiner. Jetzt müssen wir nochmal hier runterschwenken, der etwas dicker ist als dieser. Ja, den könnt ihr nicht verwechseln. Der hier ist deutlich dünner und der hier oben ist dicker. Der dünnere gehört also auf die Gemischschraube. Und diese drei, die werden bei dem deutschen Modell nicht mit verbaut. Hier geht es um eine andere Länderausführung. Sehr wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht weiter recherchiert, um ein Abgasreinigungssystem. Und weil dieses Set eben für verschiedene Länderausführungen verkauft wird, ist das hier mit dabei. Ja, danke sehr. Dazu wollte ich noch was sagen. Jetzt kommen wir bitte einmal hier rüber. Ich würde euch generell empfehlen, wenn ihr den Vergaser revidiert, nehmt doch bitte ein neues Aircut-Ventil. Hier ist eine neue Feder dabei und selbstverständlich auch dieser ovale O-Ring. Ja, dann habt ihr zwar sicherlich diesen einen aus dem Satz über, aber so macht es deutlich, deutlich mehr Sinn, wenn ihr einfach dieses Aircut-Ventil neu macht. Das verhindert das Knallen im Schiebebetrieb und muss natürlich nach einigen Jahren auch einfach mal erneuert werden. Das verlinken wir euch wie immer in der Videobeschreibung auch extra mit dazu. Ja, Freunde, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und geholfen. Wir wünschen viel Spaß beim Schrauben, viel Erfolg beim Projekt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.